Hi Leute, ja, morgen ist es endlich soweit, hat jetzt auch wirklich lange noch gedauert, denn der Kochvideo-Wettbewerb startet, also der KVKVW, der Kochs veganen Kochvideo-Wettbewerb startet, geile Abkürzung, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, von der Idee bis jetzt ist glaube ich schon ein Dreivierteljahr rumgegangen oder so, jetzt mit noch einer Verlängerung und noch ein bisschen länger und so weiter. Aber ja, jetzt ist es endlich soweit. Bis jetzt sind es 10 Teilnehmer und ich hatte ja gesagt, ich nehme es nicht ganz so genau mit der Einreichfrist. Das heißt, eins steht eigentlich noch aus, das sollte heute ankommen. Also das Video lade ich ja erst morgen hoch, also für euch ist heute, gestern, egal. Jedenfalls, eins sollte eigentlich noch kommen, damit sind es ganze 11 Teilnehmer. Ungefähr die Zahl hatte ich mir eigentlich auch vorgestellt. Bin ich sehr zufrieden mit. Morgen um 22 Uhr geht's los. 22 Uhr klingt es vielleicht für euch ein bisschen seltsam, aber ich musste einfach eine Zeit nehmen, zu der ich garantiert immer zu Hause sein kann. Und wenn ich halt jetzt noch nicht weiß, wie ich arbeite, kann ich nicht sagen 12 Uhr, weil wenn ich dann Frühschicht habe, bin ich nicht da. Nur wenn ich Spätschicht habe oder frei habe und dann müsste ich es für einige später machen, für andere früher machen. Ja, und ich wollte es gern für alle Teilnehmer einfach zum selben Zeitpunkt haben, um es möglichst fair zu gestalten. Deswegen finde ich, ist 22 Uhr eine ganz gute Lösung. Und ja, ich wollte in diesem kleinen Ankündigungsvideo natürlich nochmal darauf hinweisen, dass es morgen losgeht. Und auch nochmal das Voting-System erklären für die, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind oder die diesen ganzen Wettbewerb jetzt noch gar nicht mitbekommen haben. Und zwar wird es nicht so sein, dass man einfach Daumen nach oben gibt und wer die meisten Daumen nach oben hat, der gewinnt, sondern es wird eher ein Verhältnis geben zwischen Daumen nach hoch und Views. Das heißt, wenn jemand total viele Views hat, aber extrem, also im Verhältnis extrem wenig Daumen nach oben, wird er nicht so gut abschneiden wie jemand, der vielleicht, sagen wir mal, nur 2000 Views hat, aber dafür auch wirklich extrem viele Daumen nach oben. Und die Daumen runter werde ich gar nicht zählen, also die könnt ihr gerne geben, wenn euch das Video überhaupt nicht gefallen hat von den Teilnehmern. Aber es wird halt für die Wertung nichts bringen. Ihr könnt aber höchstens zeigen, dass ihr das Video doof fandet. Müsst ihr aber nicht. Ja, wie gesagt, 10 Videos oder 11 Videos, je nachdem, wird es geben. Das heißt, morgen am Freitag 22 Uhr kommt das erste Video raus. Dann wird es eine Woche lang online sein, also wird danach auch noch online sein. Aber ich habe eine Woche Zeit, um zu voten. Das heißt, am Freitag in der darauffolgenden Woche um 22 Uhr ist die Voting-Zeit vorbei. Das heißt, ich werde die Klicks auszählen, die Likes auszählen. Und ja, dann am Ende das sozusagen ausrechnen, wer dann halt die ersten 3 Plätze belegt. Genau, das zweite Video wird halt am Samstag kommen, also übermorgen. Am Samstag um 22 Uhr und dann wieder eine Woche bis 22 Uhr und dann werden die Punkte ausgezählt. Das heißt, der ganze Wettbewerb geht bis zum, glaube ich, 22. oder 23. Je nachdem. Danach wird, wie gesagt, der Gewinner feststehen. Das werde ich wahrscheinlich zuerst mal auf Facebook posten und so weiter. Werde dann auch noch mal ein Video zu machen, die Gewinner vorstellen. Und die Preise stehen ja schon relativ genau fest. Das sind die 3 Kochbücher, von denen sich dann die 3 Gewinner auch eins aussuchen können. Und ich wollte ja auch noch ursprünglich zumindest diese Gimmicks von euch, die ihr mir zuschicken solltet, mit reinpacken. Das hatte ich ja im letzten Video angekündigt, dass ich das wieder rausgenommen habe, weil da einfach die Teilnahme zu gering war. Also anscheinend war das vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, das fällt weg. Aber ein paar Leute haben mir auf jeden Fall schon ein paar Gimmicks geschickt. Die werden auf jeden Fall in den Preis mit einfließen. Also die werde ich auf die ersten 3 Plätze sozusagen aufteilen. Sind nicht viele, ich glaube 2 Leute haben mir jetzt was geschickt. Ja, und ich wollte ja auch noch selber eine veganen Box zusammenstellen und ich muss sagen, ich habe da noch gar nichts. Also ich habe schon ein paar Ideen, was ich da reinpacken werde. Ich werde das versuchen, einfach mal in der nächsten Woche umzusetzen. Oder in dieser Woche vielleicht schon. Und dann das auch vorstellen in dem Gewinner.
Video sozusagen. Also ihr werdet auch erfahren, was die drei... Ja, so viel dazu. Ich freue mich riesig. Die Videos sind schon so ziemlich alle vorbereitet für den Wettbewerb. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, auch wer gewinnt. Ich kenne die Beiträge ja jetzt schon und habe auch so meine Favoriten, werde ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Wettbewerb. Also jetzt gibt es 10 Tage hintereinander, jeden Tag ein Kochvideo von den Teilnehmern und wird auf jeden Fall sehr spannend. Okay, ich mache jetzt mal Schluss. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!